Hallo und damit hallo und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video. Eigentlich sollte ja Ey Bros kommen, also unser Frage-Antwort-Video-Format sozusagen. Aber wir haben uns entschieden, das auf Sonntag zu verlegen, denn heute soll es um was ganz anderes gehen. Ihr könnt uns aber gerne immer noch für Sonntag Fragen in die Kommentare schreiben. Jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich fragen, was denn los ist. Und zwar hat mich meine liebe Freundin Carina bzw. uns auf was aufmerksam gemacht, was uns wirklich gepackt hat. Ich glaube, die Carina wird euch jetzt einfach mal was drüber erzählen. Wie ihr vielleicht schon von anderen YouTubern mitgekriegt habt, hat die liebe Sally einen Spendenaufruf für das 10 Jahre junge Mädchen Elida gestartet. Wer es noch nicht mitbekommen hat, hierbei geht es um die 10 Jahre alte Elida, die seit 4 Jahren an Blutkrebs, also Leukämie, erkrankt ist. Vielleicht kennt ihr da draußen sogar Elida eigentlich schon. Denn Elida hat vor 3 Jahren 25.000 Leute animiert, sich bei der DKMS zu registrieren. Sie hat damals sogar prominente Unterstützung bekommen, um weitere Leute zu erreichen, sich bei der DKMS zu registrieren, und zwar zum Beispiel Manuel Neuer oder Cristiano Ronaldo. Daraufhin wurden 40 passende Spender gefunden und somit konnten wahrscheinlich auch 40 Leben gerettet werden. Das Schlimme an der eigentlich so glücklichen Geschichte ist, dass diejenige Person, die eigentlich dazu aufgerufen hat, beziehungsweise 25.000 Leute animiert hat, Knochenmark zu spenden, also Elida keinen passenden Spender gefunden hat. Leider haben andere Therapien, wie zum Beispiel auch eine Chemotherapie, bei ihr einfach nicht geholfen. Der Krebs kam leider immer wieder zurück. Und deswegen gibt es jetzt leider nur noch einen Ausweg. Sie muss in die USA fliegen, um sich dort therapieren zu lassen. Sie muss nach Seattle, weil nur dort gibt es diese CAR-T-Cells-Therapie. Bei dieser Therapie werden Killerzellen auf die Krebsviren gesetzt, um den Krebs endgültig zu bekämpfen. Das Problem an der Sache ist eben, dass es nur in den USA möglich ist, da in Deutschland noch nicht genügend Studien zu dieser Therapie vorliegen. Die Therapie zeigt auch wirklich Erfolge, denn 27 Personen von 30 Personen, das muss man sich da geben, haben überlebt. Und deswegen ist es die einzige Möglichkeit, dass Elida überlebt, diese Therapie. Wir müssen alle wirklich sehr, 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 sehr schnell handeln, denn Elida bleibt wirklich nicht mehr viel Zeit und die Zeit rennt. Leider ist alles mit Kosten verbunden und die Kosten sind so hoch, dass die Familie von Elida sich das nicht leisten kann. Allein der Flug kostet schon 14.000 Euro, da ein normaler Flug für Elida leider nicht mehr möglich ist. Sie braucht einen besonderen Transport und insgesamt belaufen sich sogar die Kosten auf 800.000 Euro. Und genau deswegen hat halt die YouTuberin Sally dazu aufgerufen, zu spenden, und wir möchten halt jetzt auch mit, auch wenn wir eine kleinere Reichweite haben, euch dazu bringen, ein bisschen was zu spenden. Es reicht ja auch 1 Euro zum Beispiel. Jeder Cent zählt. Also laut Sally war der aktuelle Spendenstand vor 12 Stunden ungefähr 300.000 Euro. Insgesamt alles drumherum, und das ist eine mega Summe bei 12.000 Spendern. Aber wie ihr sehen könnt, fehlen leider immer noch 500.000 Euro. Also schließt euch uns an und werdet Spender für ihr leider. Alle Infos dazu findet ihr in der Infobox. Ihr könnt per Sofortüberweisung bezahlen, aber auch per PayPal. Alles ist möglich. Hauptsache das Geld kommt an, und mit dem gespendeten Geld wird auch kein Schmuh getrieben. Das ist alles wirklich seriös. Also teilt dieses Video, lasst ihm auf jeden Fall auch einen Daumen nach oben da, dass es so viele Menschen wie möglich erreicht. Zeigt es euren Eltern, zeigt es eurer Familie, zeigt es euren Freunden, zeigt es einfach allen. Denn gemeinsam können wir es schaffen, ein Menschenleben zu retten. Und ich denke, das ist auf jeden Fall ganz schön viel wert. Und ja, ich weiß auch nicht, uns hat irgendwie diese Story einfach so gepackt, und ich hoffe, es kommt auch bei euch so an. Falls ihr noch nähere Infos zu der Story braucht, ich hau auch nochmal den Homepage-Link nochmal in die Beschreibung. Könnt ihr nochmal alles genauer nachlesen. In diesem Sinne würde ich sagen, lassen wir das heute mal mit dem Coin schwingen, und wir sehen uns am Sonntag wieder. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Tschüss.